This is James Oliveri. I'm recording this in the middle of a storm, one that came out of nowhere. My plane's instruments are failing. Radio, communications, GPS, all gone. But if anyone finds this, I need you to know why I'm here. I'm searching for my uncle, Seamus Oliveri. He was more than just family. He was my hero. He worked as an on-site researcher and archaeologist for Mordenpohl Inc., a company with a reputation that's as murky as the waters we're flying over. The last time we spoke, he told me he was heading to the site of the legendary Golden Horizon, a place that's shrouded in mystery and danger. I begged him not to go, but he felt he had no choice. My mother is sick, and my father's been gone for years. I think Uncle Seamus took that job because he felt responsible, like he had to take care of us. But now he's been missing for 14 months, and Mordenpohl's giving me the runaround. The police have been no help either, so I've decided to take matters into my own hands. I found a set of coordinates in his home office, clues to where he might have gone. My plan was to start in the Caribbean and work my way to the Pacific. But now, I'm not so sure I'll make it. If this is the end for me, please, let it be known that Seamus Oliveri was a good man. He didn't deserve whatever happened to him. And if I don't make it, someone out there, please, continue the search. Ja, hallo, willkommen zu Projekt Castaway. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was uns hier erwartet. Okay, das ist auf jeden Fall mal ein Absturz. Okay. So, schwimm nach oben, sagt er. Na dann, schwimm mal nach oben. Also, ich habe gerade so gar keine Orientierung. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Hoffentlich große Abenteuer. Als erstes mal ankommen und überleben wäre wahrscheinlich eine gute Sache. Ich schätze, wir sollen da hinschwimmen. Und der Key wurde mir freundlicherweise von Projekt Castaway zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, dass uns ein großes Abenteuer hier erwartet. Heute geht es, glaube ich, erstmal darum zu überleben. So, wir haben da irgendeine Struktur auf dieser Insel und kommen erstmal an. Es ist kein besonders gutes Wetter im Pazifik. Also, Onkel Seamus war es, glaube ich. Archäologe, arbeitet für Mordenpohl und wollte das goldene Dreieck oder irgend sowas hier verfolgen, finden. Und ist dabei verschollen. Drop, okay. Das war schon mal nichts. Smash. Ja. Wir werden uns hier mal umschauen. Ich habe schon ein ganz klein wenig Demo gespielt im Projekt Castaway. Was ist das hier? Nichts. Müssen wir nochmal zu dem Flugzeug? Wahrscheinlich irgendwann, nehme ich mal an. So, dann gucken wir uns hier mal um. Was bist denn du? Eine Krabbe. Noch ein Stein. Ja, erstmal Materialien aufsammeln, ne? Gucken, was es hier so alles gibt. Ja, das weiß ich schon. Davon kann man immer nur eine in der Hand halten. Und was ich auch weiß, man wird am Anfang ausgestattet mit einem Rope. Hier haben wir das Rope, das sind die Sachen, die ich aufgesammelt habe. Hier haben sie uns ein bisschen was zu trinken gegeben. Das bringt uns ein bisschen... Ja, okay. Wir müssen immer darauf achten, dass das hier alles ausgeglichen ist und dass wir Energie haben und unsere mentale Gesundheit haben. Dann schauen wir mal hier ins Buch rein. Hiermit können wir Dinge herstellen und wir haben hier Informationen. Also im Moment haben wir natürlich noch keine Informationen. Und je mehr wir an Dingen erkunden oder Materialien aufsammeln, desto mehr Entdeckungen machen wir. Außerdem kann man hier irgendwelche Artefakte finden. Ich meine, er war Archäologe, der Onkel, also wird das vielleicht irgendeine Bedeutung für uns haben. Und hier sind unsere Level, die wir erreichen können. Gut, aber das Erste, was wir haben wollen, ist, wie immer in jedem Game, eine Steinaxt. So, damit haben wir unser erstes Seil. Eine Libelle. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
der Varan. Der ist nicht nett. Können wir uns schon ein Speer machen? Buddenspear, jawohl. Wir haben also nur 1, 2 und 3 Slots. Mehr haben wir nicht. Jetzt schauen wir uns einmal hier um. Hier, da ist eine Insel. Achso, jetzt rede ich schon wieder in den Varan rein. Eieieiei. Hat er von mir abgelassen? Ja. Okay, aber ganz ehrlich, was soll's? Komm. Der wird uns sonst die ganze Zeit eigentlich nur nerven. Okay. Na komm. Nee, nicht abhauen. Okay, das war's nämlich schon. Komodo-Haut und 3 Steaks. Und den Rest können wir eigentlich vergessen. Also das heißt vergessen, den können wir nicht aufnehmen. So, und dann haben wir, da haben wir Inseln. Oh, hallo, mein Freund. Du siehst ungesund aus. Ich hoffe, das ist nicht der Onkel Seamus. Da haben wir eine Insel. Dahinter ist noch eine zweite Insel, wie es ausschaut. Was ist das? Was ist das? Gedrückt halten. Lemongrass. Kleine Sachen nehmen wir mit. Was haben wir hier? Danger. High Voltage. Aha, keep out. Okay. Ja. Vielleicht brauchen wir das irgendwann, aber im Moment wüsste ich nicht. Da ist eine größere Insel. Was haben wir hier? Dung. Also da haben wir zwei Inseln hintereinander. Da haben wir eine größere Insel, wie es ausschaut. Ja, und ich glaube, als allererstes, das natürlich nicht, so wollte ich das machen. Als allererstes sollten wir vielleicht eine Matte bauen oder irgendwas, mit dem wir speichern können. Der Punkt ist, wir werden wahrscheinlich in die Richtung segeln wollen als nächstes, nehme ich mal an. Aber hier haben wir keine Bäume, kein Baumaterial. Was ist das? Hä? Was ist das? Eine Flaschenpost. Ja, lass mal gucken. So, das erzählt uns also die Geschichte von Martin Blake, der eine Soloreise über den Pazifik machen wollte, im Alter von 55, der leider auf einer einsamen Insel gestrandet ist und jetzt ums Überleben kämpft und hofft, dass wir ihn retten. Ich weiß nicht, inwieweit diese Informationen dann wirklich relevant sind, aber ich werde versuchen, mal alles zu lesen und so kurz wie möglich auch zusammenzufassen. Und ich bin natürlich nur neugierig, was uns hier erwartet. Was bist denn du? So eine Art Wanze, Blattwanze. Dann gehen wir gleich mal da hoch und gucken, ne? Ich glaube, wir sind am Morgen hier angekommen. Ja, okay, jetzt kann man es ganz gut sehen. Da ist noch eine Insel, die hatte ich vorher gar nicht so gesehen. Und da haben wir eine große Insel. Also die sieht auch auf jeden Fall reizvoll aus. Da ist aber auch noch eine. Okay. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass man sagt, man bleibt hier auf dieser Insel. Oder man geht auf eine andere Insel. Mal gucken. Hopp, hopp, hopp. Was haben wir hier? Was ist das? Eine Haftnotiz. Gedrückt halten. Aha, ein Zahlencode. Dann diese Notiz. Radio Tower, 25%. Hallo, Fremder. Diese Notiz ist von Danny Harper, der von Modern Pol Corp, also die gleiche Firma, für die der Onkel gearbeitet hat, hierher geschickt wurde. Und ziemlich unglücklich ist seiner Aufgabe hier. Und der versucht hat zu überleben. Und überall hat er Notizen verteilt.
Der einzige Weg hier raus ist es, wenn wir diesen Radio Tower, auf dem wir uns gerade befinden, reparieren. Aha, okay. Er gibt uns über Notizen den Key hier für diese Box. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was... Da zeigt er mir auch irgendwas an. Schau. Ach, das ist ja nicht schlecht. Dann weiß man wenigstens irgendwie... wird man sozusagen ein bisschen durchgeführt. Da haben wir eine kleine Insel, da eine größere dahinter. Da haben wir so ein, na, sieht eher aus wie ein Felsen. Da haben wir eine große Insel. Oh, oh. Okay. Da haben wir eine Insel. Da ist unser Flugzeug. Oh, viele Inseln. Da, da... einiges an Inseln. Was haben wir hier? Kassette. James, if you're hearing this, things have taken a turn I didn't anticipate. This is your uncle, Seamus. I don't have much time, so I'll keep this brief. I didn't want to drag you or your mother into this mess, but life doesn't always give us a choice. The debts, they were crushing me. I couldn't bear the thought of leaving that burden on you both, so when Mord and Pole Inc. came knocking with their offer, I took it. I knew it was risky, but I didn't know just how deep the darkness ran, the mission they sent us on. It wasn't just about research. This island, James. It's unlike anything I've ever encountered. The ruins here hold secrets that shouldn't be uncovered. Mord and Pole knew that, and they sent us anyway. They sent us to awaken something. Oui. We were a team when we started, trained, equipped. But this place, it's not just the elements that are hostile. It's as if the island itself is alive, testing us, preying on our fears, our regrets. One by one, I've watched my team fall. Good people, lost to something I can't even fully understand. I'm alone now, trying to keep the darkness at bay, but it's getting harder. Every step I take feels like it's pulling me deeper into the island's grasp. I've found things, James. Things that should have stayed buried. I'm not sure what Mordenpole is after anymore, but I know it's nothing good. If you're here, if you followed the breadcrumbs I left, I need you to know something. I'm sorry. I'm sorry I wasn't stronger, that I couldn't protect the people who depended on me. And I'm sorry I couldn't be there for you and your mother when you needed me the most. I don't know how this will end, but I have to believe there's still hope, that there's still a way to make things right. Just be careful, James. Trust your instincts and don't let this place take you too. Okay, das hat jetzt automatisch losgespielt. Das war jetzt von unserem Onkel eine Nachricht. Das sieht hübsch aus da unten. Und er war offensichtlich der Leiter dieser Mordenpole-Gruppe, die hierher kam. Ich frage mich, in welche Richtung wir als nächstes gehen. Dahin, glaube ich, auf die große Insel. Und er hat uns sowieso diese Nachricht hinterlassen. Wie komme ich denn hier wieder runter? So. Aber viel hat er uns nicht erzählt, ne? Außer dass es irgendwie ein großes Geheimnis war, dass er irgendwas entdeckt hat, irgendwas ausgegraben hat. Ich nehme an, das sind diese Artefaktgeschichten, die wir finden können. Guck mal, da unten zeigt er mir schon wieder was an. Ja, wir suchen mal alle Sachen zusammen, die wir hier finden können, ne? Und oh, ich darf nicht vergessen, wir müssen ja speichern. Jetzt habe ich mich schon total in diese Geschichte hereinziehen lassen. Ich weiß aber, dass wenn wir sterben sollten, wir ein Problem haben und wieder von vorne anfangen müssen. Und das wäre nicht lustig. Also das Wichtigste ist erstmal hier speichern. Ich bin verwirrt von diesen Symbolen. Was ist das? Eine Scheibenflagge. Na meinetwegen. Jetzt sind die Symbole verschwunden. Ne? Wieso sind die Symbole jetzt... Okay.
Ah, da haben wir einen Zettel, eine Notiz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Notiz ist mit einer Zahl drauf. Ja, das ist wieder diese Geschichte, genau. Und die Notiz ist eine 1. Die Nummer ist eine 1. Ich habe doch noch einen. Wir gehen hier wieder zurück. Ich hoffe, dass es bald heller wird hier. Hier war doch noch eine Notiz. Da, guck, da. Noch ein Tape. James, it's Seamus. I hope you're hanging in there. I've discovered something. This island, it's not just home to ancient ruins. There are relics here, yes, but also pirate treasure. The kind of stuff you only read about. Mordenpole sent me here because they knew the legends were true. And I'll admit, that's what pulled me in too. These treasures, they could change everything. They're valuable, but they're also dangerous. There's power in them, something that shouldn't be tampered with. But I can't help thinking, if I could bring just a few of these back, maybe we could finally dig ourselves out of this hole. No more debts, no more struggling. I'm running out of time, James, but I had to leave you this. Happy birthday, kid. I'm sorry I'm not there. I've always been proud of you, and I need you to be smart. If you're hearing this, it means you're already in deep. Be careful, and don't let this place take you down like it's trying to do to me. Also, unser Onkel sagt, hier gibt's Schiffe, Piratenschiffe mit Schätzen. Na gut. Na gut. Ja, ich weiß nicht, unser nächstes Ziel ist diese Insel da, glaube ich. Das erste ist jetzt mal, wir brauchen etwas zum Speichern. Zum Beispiel so ein Large Shelter. Palmen und Large Sticks. Ja, dann fangen wir mal an hier. Bisschen abholzen. Ah, was ist das? Oh, Scheibenkleister, nein. Okay. Eine Hornisse. Ich guck mal, was wir noch hier haben. Palmbett. Disassembly Table. Ich baue den, weil ich schon rausgefunden hatte, dass wenn ich den gebaut habe und ich meine Axt kurz bevor sie kaputt geht, zerlege, sie dann wieder zusammenbauen kann. Das ist, ja, denke ich, eine der einfachsten Methoden, um Material zu sparen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir sie nicht kaputt hauen, weil dann ist sie weg. So, dann haben wir das schon mal. Dann essen wir Kokosnüsse, die geben uns sowohl Nahrung als auch... das hat immer nur so eine bestimmte Stelle, wo man das reinwerfen kann. Die geben uns Nahrung und Wasser, die Kokosnüsse. Das ist sehr praktisch natürlich. Okay, unsere Hütte steht. Jetzt brauchen wir noch das Bett. Also die Matratze, eine einfache Matratze reicht. Ein Feuer. Feuer muss immer... geschützt sein gegen Regen. Und gib mir ein Bett, bitte. Das einfache Palmenbett, das reicht uns schon. So, das Bett steht und jetzt brauchen wir da noch ein paar Steine. Ein paar Steine. Eins. Könnten natürlich hier drin irgendwo auch Steine sein, ne? Ich habe schon wieder eine Flaschenpost gefunden. Gut, gut, gut. Und was haben wir hier? Blueberries. Raspberries, die man offensichtlich ernten kann. Blaubeeren und Himbeeren. Aber ich brauche eigentlich einen Stein. Ich glaube, das waren jetzt alle Steine, die ich brauche. Starfire. Ja, also wenn du jemals vorhast, den Pazifik mit dem Flugzeug abzustürzen, bring ein Feuerzeug mit.
Kann ich mir jetzt da mein Fleisch braten? Das hat da jetzt so. Sehr gut. Na, funktioniert doch prima. Wir müssten auch für was zu trinken sorgen. Das haben wir mal auf jeden Fall erledigt und können die Sachen essen. Das ist auf jeden Fall gut. In unserem Fleischhaushalt schaut sehr gut aus und das essen wir auch. Das bringt uns Wasser. Ein Wasserkollektor. Wunderbar. Also, wer braucht Sticks? Habe ich nicht. Bananenblätter. Ein Rope. Ja, okay. Das ist also nicht so einfach. Sticks können wir schon herstellen. Um Rope herstellen zu können, benötigen wir das Spinnrad. Ja, hilft nichts. Müssen wir aufbauen, denke ich. Komm erstmal ein paar Sticks rein und eine Metallplatte, bitte. So, und dann können wir, wenn wir Yucca haben, können wir jetzt mehr Seile herstellen. Und wir haben dort Yucca, ne? Was ist das? Nein, das sind Kartoffeln. Die brauchen wir auch. Eine Schale einer Turtle. Schildkröte. Na komm. Na komm. Tut mir ja leid, aber ich brauche das. So. Die halt gibt uns auch wieder viel Fleisch. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich frage mich immer, was man mit den Hornissen wohl machen sollte. Ach so, ja, genau. Siehst du? Und wir brauchen schon ein ordentliches Massaker hier. Wir brauchen so etwas. Gerade, dass man Rope bekommt, also dass man Seil herstellen kann, ist gerade am Anfang schon wichtig. Und das Blödeste, was mir passiert ist, ich hatte mein einziges Seil für die Axt aufgebraucht, die Axt war kaputt gegangen und ich wusste nicht, dass ich das hiermit zerlegen kann. Ja. Und dann war es gar nicht so einfach, wieder an Rope zu kommen. Jetzt machen wir hier einfach Rope. Bis auf den Varan ist es hier wirklich ganz entspannt. Aber ich glaube, um in der Geschichte dann weiterzukommen... Also, okay, das war's schon. Da können wir einen Rope reinpacken. Jetzt müssen wir eine Banane fällen. Banane, da. Da haben wir eine Banane. Und natürlich die Bananen auch. Die wollen wir natürlich auch haben, ne? So, damit sind wir richtig gut schon mal aufgestellt, denke ich. Wir haben alles Notwendige, was wir brauchen. Wir können uns was zu essen kochen. Wir können speichern. Wir haben Schutz vor Regen und Kälte. Und wir haben ein Wasserkollektor. Die größte Gefahr hier war der Varan. Den haben wir beseitigt. Und wir haben schon einiges an Notizen von der Geschichte gefunden, beziehungsweise an Tapes, was ja schon mal ganz gut ist. Ich denke, das ist ein guter Start und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.